Hallo und herzlich willkommen zu Ranked TFT. Ja, dieses Mal werden wir was Neues probieren, was ich schon eine. Spatula ist weg. Was ich schon öfters ausprobiert habe und beim ersten Mal hat es sehr gut geklappt. Beim zweiten Mal gar nicht, beim dritten Mal wieder ganz gut. Und jetzt nehme ich auf, weil das letzte Mal das ganz gut geklappt hat, habe ich natürlich nicht aufgenommen. Ja, mit einem Bildschirm ist es halt sehr schwer. Gut, und zwar, was wir ausprobieren werden, ist Klingmeister Keil. Das Krasse bei der Klingmeister Keil ist, dass sie extrem schnell angreift, ist ja klar, und dadurch extrem schnell ihr Ulti wieder macht. Und wenn man das eben kombiniert mit guten Items, dann macht sie eigentlich ständig ihr Ulti. Was schwer bei der dieser Combo dann ist, dass es sehr glückabhängig ist. Also allgemein, wenn man Combos mit Keil macht, ja, muss die Keil halt irgendwann kommen und man muss bis dahin aushalten oder durchhalten und das ist ziemlich schwer. Aber naja, wir probieren es mal. Wenn es klappt, dann ist es gut. Wenn nicht, dann meh. Ja. Muss ja nicht, ne? Also wir versuchen es auf jeden Fall. Letztes Mal hat es sehr gut geklappt. Da bin ich zuerst auf Piraten gegangen. Und dann auf was siehst du das? Das ist gar nichts. So, hier können wir noch Peng Peng machen. Genau, so, hier sind zwei Klingmeister. Genau, ich bin auf Piraten gegangen mit Gangplank. Den habe ich sehr früh Level 2 bekommen. Das war super. Und ja, also es lief sehr gut. Ich habe sehr früh Dreier Klingmeister bekommen. Aber das ist halt nicht immer die Norm, sagen wir mal so. So, ja, ist doch schon mal was, ne? Ey, naja, okay. So, ich könnte jetzt diesen da machen. Und zwar auf ihn. Am Anfang ist das ja auch sehr, sehr strong, das Item. Also auch am Schluss. Also das ist eigentlich immer strong. Ja. Oh, hi. Oh, hi. Dreimal Knight. Er will verlieren. Habe ich jetzt einfach mal so gesagt. Ich habe keine Ahnung, ob er verliert. Bitte. Ja, gut. Gut. Vor allem jetzt mit der Heilung. Mit der Heilung. So. Jetzt ist die Frage, wann ich den da. Da ist der dritte ganz länger. Jetzt ist die. Warte, das tue ich mal weg. Poppy hole ich noch. Ja. Wir könnten jetzt auch. Nee. Können wir nicht. Noch nicht. Noch ist es zu früh. Noch ist es zu früh. Also, wir haben hier schon unsere Klingmeister. Aber die Synergie fehlt noch. Also ich würde gerne einen Pike holen. Und dann haben wir nämlich auch wieder den Piratenbuff, der sehr schön ist. Aber wir, naja, also das Wichtigste gerade ist eben Level 2er zu bekommen. Und das haben wir gerade noch nicht. So, jetzt kommen wir Level 2er.
Noxus 40. Das ist auch nochmal Nobelhobel und Revolver. So. Die holen wir uns auch. Nur zur Sicherheit. Nur zur Sicherheit. So. Okay, er hat jetzt Leere. Das Lustige bei Leere ist, sie ignoriert halt die Rüstung. Und das heißt, er countert quasi unsere Rüstung von den Rittern. Aber das hilft ihnen auch nicht weit. So, Heilung OP. So. Dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Also für Keil brauchen wir später auf jeden Fall Spatula und dann brauchen wir noch den Bogen. Spatula und Bogen. Und natürlich die Keil. Und ganz, ganz viele Klingenmeister. Ich werde auf Rüstung gehen. So. So, die beiden sind nämlich ein ziemlich böses Item. Das bekommt sie. Und zwar Schwerbrecher. Klingt schon echt böse. Ich verkaufe die beiden und kaufe die beiden dafür. Wird ein langsamer Tod sein. Ja, ist gut. So. Der ist auch Level 4. Er ist auf Ganzlinger und... Oh, er hat Ganzlinger, Jordel und Ritter. Okay, das verlieren wir. Safe. So. Ist aber in Ordnung. Wir kaufen jetzt eine Vayne, damit wir eben Level, also Gold 10 bekommen. Dann bekommen wir ein bisschen mehr. Und da ist sie ja schon wieder. Dann holen wir uns ihn. Puh. Gehen Level up. Tun ihn rein und ihn. Und ziehen. Dann haben wir halt hier jetzt kein Item, aber, also er hat er hat Nobel. Das werden wir höchstwahrscheinlich auch verlieren. Aber, nee, das werden wir gewinnen. Nee, das werden wir verlieren. Sein Pfeil war halt richtig gut. Genau, also Revolver können wir einen raustun. Und stattdessen tun wir einen Pirat rein. Aber wir haben keinen Pirat mehr. Dann tun wir stattdessen ihn rein. Dann haben wir wieder... warte. Dann tun wir ihn raus. Und ihn rein. Ja, sie ist halt immer auch super gut. Gut. Wenn wir hier verlieren, wenn wir hier kein Gold bekommen, dann werde ich Lucian verkaufen.
der falschen Armee beigetreten. Damit wir wieder auf 10 kommen. So, wir können das da jetzt zum Beispiel auch... Aha, hier ist der dritte, der vierte Klingenmeister. Wir könnten ihnen jetzt auch das Item geben. Dann hat er, dann tun seine Bomben sehr viel mehr weh. Und das ist nicht schlecht. So, kaufen wir die beiden noch. Und dann schauen wir weiter. Okay, er geht auf genau dasselbe. Also ganz länger. Und er will auch auf Klingenmeister gehen. Also zwei hat er schon. Ganzlinger hat er 3, Nobel hat er 2. Also er hat noch keine Kombination, deswegen hat er jetzt den kürzeren gezogen. Aber ja, das kann ja noch werden. So, hier nochmal. Dann verkaufen wir den da und den da. Okay. Ja, dann schauen wir mal weiter. Dann lassen wir es jetzt so. Wenn ich verliere, verkaufe ich die Wayne. Wenn nicht, dann nicht. gegen ihn werde ich zu 80% verlieren. Weil Jordel kann... das ist sehr gut countern, also meine schnellen Schläge. Und was hier am besten ist, ist natürlich der Gangplank mit seinem Magic Damage. Und Tristana mit ihrem Magic. Aber... Und vor allen Dingen mit dem Brecher. Also es wird eine Unentschieden. So, gut. Verkaufen. Gerade noch rechtzeitig, glaube ich. Sie ist natürlich immer stark. Die hole ich jetzt auch. Jetzt. Das hätten wir vorhin gebraucht. Ihn habe ich verkauft, genau. Nee, der kommt hier hin. So. Wir könnten jetzt noch Level up gehen. Und sie reintun, aber das werde ich noch nicht machen. Weil mit ihr haben wir dann Nobel 3. Und, genau. Sie ist kein Ritter. Wieso ist sie eigentlich kein Ritter? Das verstehe ich auch nicht. Wahrscheinlich, weil sie dann zu stark wäre. Und jetzt bam, bam, bam. Alter, der Pfeil war halt legendary von ihm. Der war... Wo geht der denn hin? OMG, wo geht der denn hin? Oh Gott, der ist ein bisschen betrunken. So, er ist auch ein Klingenmeister, aber jetzt gehen wir erstmal auf das Item. Ja, und jetzt gehen wir auf sie. Item und Charakter waren weg, deswegen ja, gehen wir mal auf Leona. Die anderen Sachen waren nicht so besonders. Also wir hätten auf BF gehen können, aber ja, das, ja, nee, das war alles nicht so super. Und Level 2 Leona ist immer noch sehr viel mehr wert. So. Wir können uns jetzt nichts leisten, deswegen sparen wir. Naja. Gut. Wir können auch Level up gehen, aber das machen wir erstmal nicht, weil dann könnten wir das jetzt gewinnen und dann verkacke ich meine Losing Streak.
Hey, wieso? Die Fiora hat gerade selbst den. Also sie hat quasi den Heilungsding von sich. Von Garen hat sie ignoriert. Die wurde nicht geheilt gerade. Was denn da schief? Okay, ich hab trotzdem das Losing Streak verkackt. Gut, dann gehen wir eins hoch. Tun sie rein. Wir können den da auch noch reintun. Und dann später haben wir zwei Bewahrer, das ist auch super. Nochmal Shen. Das ist gut. Level 3 Shen ist 5 Sekunden Dauer. Ja, okay. Das ist auch super. Okay, jetzt mach Bam Bam. Sehr schön. Okay, das war gut. Er ist halt immer noch Level 1, ne? Den habe ich seit der zweiten Runde. Naja, egal. So, sie brauche kann ich eigentlich auch verkaufen. Aha, man braucht nur zu meckern. Mhm. Super. So, sie kann ich eigentlich verkaufen. Aber hier brauche ich jetzt niemand. Gut, dann belassen wir es mal dabei. Hier sind die. Ja, doch. Hier sind die Klingmeister, hier sind Bewahrer. Super. Wir haben jetzt Level 2er bis auf Leona. Aber die ist auch schon auf der Bank. Bereit, ready for steady. So, wir brauchen jetzt Spatula. Und eine wunderbare Prise von Items. Haben wir aber nicht bekommen. Wir könnten nochmal das machen. Warte, was ist das nochmal? Ah, genau. Verbrennung. Ah, echt jetzt? Wir haben jetzt nur ein Item. Normalerweise sind die Wölfe extrem gut. Also normalerweise bekommt man extrem viele Items bei denen. Ach, das ist doch doof alles. Na gut. Dann sparen wir. Was hat der denn? Der geht auf Bogen, Ganzlinger, Ritter. Okay. Ja, also der geht auf Bogen, Ganzlinger und Jordan. Nee, Jordan nicht. Jordan bekommt man erst ab Level 3. Und bitte ein hübsches Ulti. Sehr schön, das ist gut. 5 Sekunden Stun ist halt so übertrieben. Ist halt wirklich übertrieben. Piu, piu. Gut. Ihn haben wir halt auch immer noch Level 1. Der kommt erst rein, wenn es Level 2 ist. Wenn er Level 2 ist. Wie sieht er aus? Er hat Nobel. Genau. Ritter 2, Nobel. Okay. Ja, der Garen ist halt wirklich widerlich bei ihm. Ja, nee, den brauchen wir nicht. Da brauchen wir auch nichts. Den bräuchten wir. Gut, ja. Einer von beiden muss dran glauben. Wahrscheinlich sie. Es sei denn, wir verlieren jetzt. Shen und Noble Buff ist halt auch toxisch. Na, jetzt hat sie ihn bekommen. Komisch. Okay, 4 Siege haben wir jetzt. Ja, ich will mal gegen den ersten spielen. Ich will wissen, wie wir da abschneiden. So, hier brauchen wir nichts. Hier einer. Wir gehen noch einmal auf. Ja, so.
So, ich glaube, jetzt fangen wir an zu sparen. 2, 4, 6. Okay, ja, er macht's gegen mich. Er macht die Aufstellung gegen mich, aber okay, wir sind nicht gegeneinander. Er geht volle Kanne auf Magier. Er hat jetzt 6er Magier. Das ist auch relativ stark. Uiuiuiui. Uiuiuiui. Soll das eine Herausforderung sein? So. Okay. Keil mit den richtigen Item und Spatula. Ich lehne mich mal weit aus dem Fenster und sage, ich bekomme keins von beiden. Genau, Keil ist weg. Spatula ist jetzt weg. Und zwar jetzt. Dann holen wir BF. Dann holen wir uns einen Boyfriend. Oho. Oh je. So. Bewahrer könnten wir jetzt auch schon. Oder? Nee, Braum haben wir nicht gekauft. Nee, haben wir nicht. So, da ist zum Beispiel auch eine ziemlich gut. Doch, Braum haben wir sogar. Miss Fortune können wir sogar reinhauen. Anstatt von Triss. Warte, sie hat 90, sie hat für. Okay, da warte ich noch mal kurz. Da warte ich noch mal ganz kurz. Ja, jetzt wäre halt, ja, Miss Fortune wäre jetzt zum Beispiel krasser gewesen durch den Winkel hier. Aber jetzt wäre sie krasser gewesen, weil sie halt, ja. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ehrlich gesagt. Oder ich gehe einfach Level up, aber dann. Wir brauchen halt. Wir müssen halt unsere Economy hochpushen. So. Wir probieren es jetzt mal so. Und wenn es Kacke ist, ist es ja auch egal, weil dann haben wir halt einmal verloren. Aber das ist nicht schlimm. So, ihn müssen wir dann auch irgendwann reinhauen, damit wir zwei Bewahrer haben. Er geht auf Eis. Vierer Eis hat er. Aber jetzt könnte sie auch ziemlich gut Damage machen. Wurde glatt von ihr dann erschossen. Oh Gott. Ja, da sparen wir jetzt auch. Also das werden wir ja mit Leichtigkeit schaffen. So. So. Wir könnten auch probieren. Okay, achter Platz werden wir safe nicht mehr, das ist gut. der wird sehr schwer. Gegen den ersten. Also sie muss auf jeden Fall schneller werden. Und besser treffen, ne? Hab ich gesagt, ja, das schaffe ich safe? Hä? Was ist denn da los? Was war denn da jetzt los? Okay, ein bisschen peinlich. Ein ganz, ganz kleines bisschen.
Erste Belohnung wird ein langsamer Tod sein. Okay, dann tue ich halt wieder Tristana rein, wenn die so viel besser ist. Okay. Warum? Wie konnte ich das nicht schaffen? Hallo? Diese Pupsi-Dinger. Warte, das ist, ja, das ist er. Okay, eine Kopie vom Besten, der Besten, der Besten. So. Mal schauen. Okay, wir verlieren Haus hoch. Aber er hat auch ein Dude mehr drin, oder? Oh, ist das gemein. Ist das gemein. Vor allem, sie hätte einmal noch normal schießen, also sie hätte ihn nur einmal silenzen müssen. Und dann wäre es gut gewesen. So. Also den Nobelbuff will ich eigentlich noch behalten. Gegen ihn habe ich auch verloren. Okay, ich muss mich umstellen. Die Aufstellung von mir ist richtig, richtig geil. So richtig. Das wird jetzt wehtun. Ja, ich brauche unbedingt Keil. Die meisten stellen sich hier auf, deswegen werde ich mich jetzt auch mal hier aufstellen. Ich habe halt eigentlich nur Nahkämpfer hier. Okay, das ist schon mal gut. Das ist auch gut. Das war auch nicht, nicht so unknapp. Gut, also Miss Fortune werde ich nicht mehr reintun. Lohnt sich auch nicht mehr. Und ja, die Items sind halt... Ich könnte... Hier... Ah, eine Spatula. Also ich hol mir jetzt eine Spatula. Keil wäre natürlich auch gut, aber ohne Spatula bringt es nichts. Ohne Spatula ist es sinnlos. Okay, wir haben jetzt nur noch 12 Leben. Wir müssen jetzt all in gehen. Also wir brauchen eine... wir brauchen eine Leona. So. Ihn brauchen wir auch. Wir können Level abgehen. Tun den rein. So. Jetzt haben wir halt alles ausgegeben. Okay. Aber mussten wir. 2, 4, 6, 8. Er hat auch alles ausgegeben, aber schon früher. Ja genau, ich wollte ihm das Item geben. Genau. Aber das war zu spät. Das war viel zu spät. Gut, ich habe es wieder nicht geschafft. Super.
Wie gesagt, also Klingenmeister Kai ist extrem schwer zu spielen, aber wenn man es zusammenbekommt, ist es richtig geil. Naja, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bye.